Hallo und herzlich willkommen bei Veggie Leo. Heute machen wir super leckere Big Mac Rollen. Die schmecken echt total gigantisch und es braucht gar nicht so viel, wie es im ersten Moment aussieht. Also es sieht zwar jetzt ein bisschen viel aus, aber es ist wirklich ziemlich harmlos. Das sind die ganzen Zutaten, Ketchup, Senf, Essig. Den Ketchup habe ich selbst gemacht, da gibt es auch ein Rezeptvideo zu. Im Einzelnen zeige ich das euch aber jetzt alles nochmal im Video. Als allererstes machen wir die Soße und zwar brauchen wir dafür Gewürzgurken. Ich habe jetzt hier so große Gewürzgurken. Ich nehme insgesamt 3 Stück und für die Soße nehme ich jetzt 2. Wenn ihr kleinere Gurken habt, dann nehmt ihr ein bisschen mehr. Die werden jetzt erstmal in ziemlich kleine Stückchen geschnitten und dann gebe ich die in eine Schüssel, wo dann auch die anderen Zutaten hinterher für die Soße noch reinkommen. Jetzt liegt da noch eine Zwiebel. Wir benötigen jetzt für die Soße eine halbe Zwiebel und eine halbe Zwiebel nehmen wir hinterher noch zum Anbraten von dem Hack. Also die halbe Zwiebel wird jetzt auch ganz klein geschnitten und dann noch eine Knoblauchzehe und die wirklich möglichst fein, so dass man hinterher keine großen Stückchen in der Soße hat. Das kommt dann zu den Gurken dazu. Dann habe ich jetzt noch Mayonnaise und Alpro Skiersteil. Normalerweise würde ich jetzt nur Mayonnaise nehmen, aber ich finde es total lecker mit dem Alpro Skiersteil, wenn man das mischt mit Mayonnaise und es ist dann auch ein bisschen kalorienärmer. Dann kommt noch Ketchup dazu. Wie gesagt, meiner ist hier selber gemacht. Ich verlinke euch das Rezept gerne nochmal. Der ist nämlich jetzt auch kalorienarm und zuckerfrei. Und der Senf aus der Coro Drogerie, der ist auch zuckerfrei. Dann kommt noch ein kleiner Schuss Essig mit hinein und ein Teelöffel Olivenöl. Und das ist jetzt erstmal alles. Das würzen wir jetzt noch mit Salz und ein bisschen Pfeffer. Dann wird das alles gut miteinander verrührt und dann kann es nicht schaden, wenn wir das Ganze nochmal abschmecken. Also es kann ja dann sein, dass noch ein bisschen Salz fehlt oder so. Also ich habe jetzt noch ein bisschen nachgesalzen. Ja, und das können wir jetzt erstmal zur Seite stellen. Und die andere Hälfte der Zwiebel, die würfel ich jetzt auch. Und die gebe ich jetzt dann in eine Pfanne. Und dann kommt das Hack dazu. Das vegane Mühlenhack habe ich jetzt nur verwendet, weil es gerade im Angebot war. Da könnt ihr natürlich auch ein anderes nehmen. Und hier ist jetzt irgendwas mit der Aufnahme schief gegangen. Ich will euch auch nicht lange damit strapazieren. Jedenfalls habe ich das jetzt angebraten zusammen und habe noch ein bisschen von dem Fleischgewürz dazugegeben. Dann haben wir jetzt noch eine Gewürzgurke übrig, also wie gesagt, die ist ja relativ groß. Die habe ich jetzt in Scheiben geschnitten, dann so eine, je nachdem wie groß die Gurke ist, eine Viertel bis eine halbe Salatgurke, ebenfalls in Scheiben schneiden und eine Tomate. Und den Eisbergsalat, den ihr am Anfang im Bild gesehen habt, den habe ich jetzt nur ein paar Blätter abgemacht und die habe ich jetzt gewaschen. Dann nehmen wir uns so ein Dürüm. Ich liebe diese Dürüms, sie sind halt dünner als Wraps und ich kaufe die immer im Lidl. Das habe ich jetzt von beiden Seiten in der Pfanne ein bisschen heiß gemacht und jetzt habe ich dann die Hälfte von der Soße darauf verteilt, so in der unteren Hälfte. Und dann habe ich das Hack darüber gegeben, also die Menge reicht halt für 2 von diesen Dürüms. Und dann kommen die Gewürzgurken, die Salatgurken und die Tomatenscheiben drauf und ganz zum Schluss die Salatblätter. Und dann wird das an der Seite eingeschlagen und aufgerollt und in der Mitte einmal durchgeschnitten. Und es ist so lecker, sage ich euch, und das ist wirklich nicht viel Arbeit. Das müsst ihr unbedingt mal nachmachen. Und wenn ihr das nachgemacht habt, dann schreibt mir doch gerne mal, wie es euch geschmeckt hat. Ja, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt und aktiviert das Glöckchen. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video von mir erscheint. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!